Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla und dem Crossover mit Odyssey. So, wir haben noch eine letzte schlaflose Nacht als Quest offen und müssen uns mit Cassandra treffen. Die müsst ihr vorne beim Langhaus, da steht's auch schon, auf uns warten. Und ja, jetzt wird anscheinend gesurfen. Da bist du ja. Bereit für das Gelage? Klar, immer doch. Gehen wir hinein. Und sie haut ab. Nee, doch nicht. Was hast du? Das sind eine Menge Leute. Ach. Ich war schon eine ganze Weile nicht mehr auf einer Feier. Ich bin wohl etwas nervös. Du wirst ja nicht allein dort sein. Ich bin an deiner Seite. Ich schätze, du hast recht. Gehen wir rein. Ja, tötet Monster, Bestien, weiß ich nicht, Kriegsherren und alles. Und hat Angst vor ein paar Leuten. Also, schön, dass ich immer noch leuchte. So, fordert Cassandra zu einem Trinkspiel heraus, na dann. Schlimmer als Markus Wein kann es ja nicht sein. Was meinst du? Und sie. Ja, Cassandra, du musst dir schon mal ein bisschen Mühe geben. Ich mich gerade frage, hätte man Cassandra auch gewinnen lassen können? Also wäre dann irgendwas anderes passiert oder wäre alles dasselbe gewesen? Gut, ich bin betrunken. Ich möchte mich bitte dahinsetzen. Ah, jetzt. Du kannst wirklich viel Met trinken. Wäre es Wein gewesen, hätte ich sicher gewonnen. Wein? Das ist was für Kinder. Nicht, wenn er von Markus Wein gut kommt. Das Zeug beizt die Farbe von Krügen ab. Markus? Wer ist Markus? Ein alter Freund, der furchtbaren Wein gemacht hat. Mal Acker? Du bist wirklich betrunken. Du redest nur noch Unsinn. Nein, nein, das ist ein griechisches Schimpfwort. Malaka. 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 Genau, jetzt hast du's. Dann lass mich dir jetzt... Braut und Bräutigam sind hier. Was? Was? Hochzeit? Stellen wir hier eine Hochzeit? Es war wohl vermessen zu glauben, die Leute würden uns dafür ehren, dass wir ihnen den Arsch gerettet haben.
Komm, feiern wir mit ihm. Kein Problem. Was sehen Sie da hinten eigentlich von mir? Oh, du bist es. Danke, dass du mich am Feenteich zur Vernunft gebracht hast. Oh, sonst hätte ich noch die Hochzeit meiner Tochter verpasst. Kein Problem. Du bist... Was meinst du, sollen wir der Braut eine Freude machen und diesen Mistkerl loswerden? Meinst du diesen Malaka? Oh, er pisst da in den Topf, in den... Digga, was ist denn? Was? Also, vermoppen wir den jetzt, oder was? Klar. Hey, sind da mehrere. Oh, schön, er hat mal versteckt den Klingel in den Brustrahmen. Fällt ja gar nicht auf. Stört ihn doch gar nicht. Das ist wirklich zwei. Das sind drei. Cassandra, darf ich bitten? Das bist auch so overpowered. Schön, wie ich noch leuchte. Okay, Cassandra hat... Ja. Hat sie gut gemacht. Vielen Dank. Ihr habt meine Hochzeit gerettet. Klar. Wart ihr es nicht, die so heldenhaft die Insel gerettet haben? Und die Hochzeit? Ich habe etwas mehr beigetragen als sie. Aber ja. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Trinkspruch ausbringen würdet. Wir kennen euch kaum. Was sollten wir schon sagen? Eure Taten haben unsere Hochzeit zu einem denkwürdigen Tag gemacht. Bitte schenkt uns eine Geschichte. Ich denke, das ließe sich einrichten. Wie wär's, Eivor? Klar. Also schön. Aber wenn wir das zusammentun, Cassandra, sollten wir es spannend gestalten. Was schlägst du vor? Einen Spottstreit natürlich. Oh nein. Das habe ich noch nie probiert. Aber ich sollte dich warnen. Ich habe mich bereits mit großen Philosophen gemessen. Beweise es, statt nur zu prahlen. Na gut. Mein Tag begann höchst ungewohnt. Es flog die Axt, die nichts verschont. Sie kam von Eivor, ganz unbedacht. Und Cassandra zuckte wie eine Kuh, wenn's kracht. Sonderlich gewitzt scheint sie nicht zu sein. Zwei Angriffe später. Den Tempel im Sinn. Erst da merkte Eivor, wie hilfreich ich bin. Doch irgendwie schmolz ich ihr nordisches Herz. Und wenn wir uns trennen, dann spürt es den Schmerz. Quasi ein positiver Spottstreit. Habe ich fast erwartet, weil Cassandra so freundlich war. Und dank meinem Verstand jagten wir dann schließlich den Albtraum aus dem Land. Und wir sagen dem Brautpaar in dieser glorreichen Stund... Ich würde gerne das Erste nehmen, ne? Ach komm. Könnt ihr heute Nacht nicht schlafen, dann hat's einen anderen Grund. Es war klar, dass du das mit der Liebe sagst, ich könnte es mir nicht verkneifen. Das war auf jeden Fall ungewöhnlich. Vielleicht solltet ihr zwei lieber bei den Heldentaten bleiben und die Geschichten den Skalden überlassen. Es ist eine Weile her, dass ich so im Mittelpunkt stand. Wie fühlt es sich an? Sonderbar vertraut. Ich bin froh, dass du mich hierher eingeladen hast. Gern geschehen. Nein, wirklich. Danke. Das habe ich gebraucht. Mehr als ich geahnt hätte.
Und das an einem Tag. Warum trötet jetzt hier? So, ein letztes Getränk. Na gut. Edgüt, bist du wegen der Hochzeit hier? Natürlich. Meine Base ist die Braut. Und ich wollte euch außerdem danken. Offenbar konntest du meinen Leuten helfen, sonst würden sie hier heute nicht feiern. Der Dank gebührt nicht nur mir. Ich hatte Hilfe. Richtig. Valka hat dir den Weg gewiesen. Und? Hatte sie recht? Gehen du und diese Randvi jetzt getrennte Wege, wie sie es vorhergesagt hat? Stimmt, da war was. Nein. Randvi war nie auf der Insel des Nebels. Naja, selbst Valka macht mal Fehler, aber schön zu hören, dass du dich nicht von deiner Freundin verabschieden musstest. Unvergessliche Nacht. So, Freunde. Ich würde sagen, genau. Die Insel des Nebels ist abgeschlossen. Was heißt abgeschlossen? Die Saga ist abgeschlossen. So, man könnte jetzt natürlich hier noch rumlaufen und die ganzen Reichtümer sammeln und die Artefakte machen und blaff, blaff, blaff. Das kann aber jeder für sich selber wissen, ob er das macht oder nicht. Das sind ja bloß die großen Punkte, ne? Das werde ich jetzt aber alles nicht aufnehmen, weil das halt einfach nichts bringt, ne? Ich würde vielleicht, ganz vielleicht mir die Reichtümer noch holen, gucken, ob ich eine Weile habe oder so, aber so im Großen und Ganzen bringt es mir ja nichts. Ja. Cassandra ist leider weg. Das war eigentlich ganz cool mit ihr. Jedenfalls habe ich jetzt wieder mega Bock auf Odyssey, auf das New Game Plus, aber ich glaube, das tue ich mir nicht an. Aber ich tue es mir doch an. Na, mal gucken. Odyssey halt echt verdammt ein geiles Spiel ist. Ja, und ansonsten heißt es abwarten, weil es ist ja für Origins tatsächlich auch noch ein Patch angesagt, der das Ganze auf 60 FPS und sowas alles hochbringt. So wie es bei Odyssey kam. Und ganz vielleicht gibt es ja noch ein Crossover mit Origins tatsächlich. Wäre auf jeden Fall geil, würde mich freuen. Aber ob das Ganze kommt oder nicht, weiß nur Ubisoft. Und für uns heißt es erstmal abwarten, bis es mehr Content für Valhalla gibt. Das nächste wird dann der Berserker DLC sein. Der kommt Anfang März. Den werden wir uns natürlich auch angucken. Den werde ich wahrscheinlich auch komplett durchrocken. Also die Hauptstory zumindest werde ich da durchballern und die Nebenquests so ein bisschen. Und ansonsten war es das mit dem Crossover erstmal, Freunde. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.